schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ich gestern versprochen habe, werde ich heute euch was erzählen, also was mir gerade sehr wichtig ist. Und bevor ich das aber tun möchte, will ich gerade die Gelegenheit nutzen, um einen kleinen Rant loszulassen über etwas, was mir im Moment gerade über die Leber gelaufen ist oder sehr wichtig ist. Wie die meisten von euch wissen, ich pendel von Frankfurt nach Marburg. Also in Frankfurt lebe ich und in Marburg arbeite ich und das tue ich dann halt auch immer an jedem Arbeitstag. Und dabei bin ich halt auf die Deutsche Bahn angewiesen, denn die kutschiert mich da jeden Tag hin. Keine Bange, das soll kein allgemeiner Deutsche Bahn-Rant sein, denn eigentlich bin ich ganz zufrieden. Okay, ja, die Bahn kommt schon mal später und das ist auch nicht so unbedingt erfreulich. Grundsätzlich muss man aber tatsächlich sagen, in den ganzen Jahren, wo ich jetzt mit der Bahn gefahren bin, habe ich, glaube ich, weniger Zeit auf Züge warten müssen, als dass ich gleichzeitig mit dem Auto hätte in irgendwelchen Staus gestanden. Also das muss man tatsächlich einfach mal so in Relation sehen. Also jedenfalls finde ich, dass man das sollte. Was ich allerdings echt ziemlich daneben finde und wo ich wirklich denke, dass die Bahn gut beraten wäre, wenn sie das jetzt mal zügig auf die Kette kriegen würde, wäre oder ist das Thema: Wie verteilen wir eigentlich Informationen an unsere Kunden? Ich weiß nicht, der ein oder andere Hesse hat es mitbekommen. In den letzten Wochen, in den letzten Tagen war der Zugverkehr zwischen Friedberg bzw. Zwischen Frankfurt und Kassel stark eingeschränkt, weil es in Friedberg einen Stellwerksschaden gegeben hat. Dieser Stellwerksschaden, der scheint auch nicht so ganz unkompliziert gewesen zu sein. Das war, so wie ich das jetzt im Radio gehört habe, wohl eine relativ einmalige Geschichte. Das hat es bisher noch nicht gegeben in der Form. Und dementsprechend wusste man nicht direkt zu Anfang, wie man damit umgehen sollte. Kein Problem, kann passieren. Technische Schwierigkeiten tauchen immer mal wieder auf. Was aber für mich total unverständlich ist, ist, dass ich im Prinzip, wenn ich zum Beispiel meine App benutze oder wenn ich auf die Webseite der Bahn gehe, um zu gucken, welche Züge wie fahren, die Informationen dort einfach nicht stimmen oder nur schwer nachvollziehbar sind. Zum Beispiel gibt es den IC, der von hier Richtung Stralsund fährt, also von Frankfurt nach Stralsund fährt oder über Frankfurt nach Stralsund. Das ist die IC-Strecke 26.1. Und es war dann nach einiger Recherche herauszufinden, dass diese ICs, die normalerweise von Frankfurt über Friedberg, Gießen, Marburg dann weiter nach Kassel fahren, dass diese über Fulda umgeleitet werden. Was bedeutet, sie halten nicht in Friedberg, sie halten nicht in Kassel, in Gießen und sie halten nicht in Marburg. Schön wäre es jetzt gewesen, wenn genau diese Information auch über die App kommuniziert werden würde. Das war aber nicht der Fall. Wenn man nämlich die App aufruft, dann wird einem gezeigt, dass bestimmte Regionalzüge oder Regionalverbindungen nicht fahren. Der IC aber, der wird mir nach wie vor mit allen Halten in Marburg und Gießen angezeigt. Sorry, Deutsche Bahn, das ist einfach echt totaler Mist. Und ich kann nicht verstehen, wieso das heutzutage noch so schwierig ist, genau diese Informationen in eure App zum Beispiel einfließen lassen, damit man eben, wenn man sich das nachguckt, genau diese Informationen bekommt. Denn für die Regionalangebote, also für den Regionalexpress oder Mittelhessenexpress, war das ja kein Problem. Das habt ihr ja hingekriegt, das hat ja geklappt. Also, nacharbeiten, besser machen. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich heute eigentlich erzählen wollte und worüber ich mich eigentlich auch wirklich total freue. Denn das war für mich ein längerer Auseinandersetzungsprozess, ob ich das tun möchte, ob das eine gute Idee ist. Und normalerweise bin ich eher ein spontaner Mensch. Ich mache immer erstmal, wenn es irgendwie so im Privaten ist, oder probiere erstmal aus und evaluiere dann später. Und das habe ich diesmal nicht gemacht. Diesmal habe ich da wirklich für mich so einen Prozess vorausgeschickt, zu überlegen und immer mal wieder abgewogen. Mache ich das jetzt, mache ich das nicht? Möchte ich das, möchte ich das nicht? Okay, ich komme jetzt zum Punkt. Was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe mich bei D64 angemeldet. D64 ist im Prinzip... ich habe mich bei D64 angemeldet. Das Zentrum für digitalen Fortschritt. Und ich habe das gemacht, weil ich hoffe, dass ich so ein bisschen mit meiner Expertise und meinen Interessen, vor allem meinen Interessen, die ich aus meiner beruflichen Tätigkeit mir angeeignet habe, dort einbringen kann. Und dass ich dort im Prinzip, gerade speziell zum Thema Bildung, aber vielleicht auch generell zu anderen Themen der Digitalisierung,
einen Beitrag leisten kann, der zur Weiterentwicklung führt, der vielleicht Denkanstöße gibt und der, und das ist tatsächlich meine größte Hoffnung, über einen größeren Rahmen als den fachlich-wissenschaftlichen Rahmen, in dem ich im Moment tätig bin, hinaus eine Wirkung entfalten würde. Ich bin auf D64 aufmerksam geworden, wie soll es anders sein, über Twitter und Facebook, weil es dort einige Leute in meiner Timeline gibt, die dort selber tätig sind, beziehungsweise die sich in diesem Verein sehr aktiv engagieren. Ich möchte da einmal den Nico Luma nennen und den Matthias Richel, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die sowohl auf Facebook als auf Twitter eine entsprechende Präsenz besitzen und die tatsächlich sich auch sehr aktiv in diesem Verein engagieren und das immer wieder auch so ein bisschen nach außen tragen, was dort eigentlich gemacht wird und was so die Ideen und Interessen sind, aber tatsächlich auch, was so eigentlich die Arbeiten dahinter sind. Und das hat mir tatsächlich sehr imponiert, diese Arbeit, die dort dieser Verein macht. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, naja, eigentlich wäre es doch cool, wenn du vielleicht da auch ein bisschen was beisteuern könntest, wenn du vielleicht dich da auch ein bisschen engagieren könntest und vielleicht auch nochmal andere Leute kennenlernen würdest, die in diesem Bereich aktiv sind. Ich habe dann aber für mich immer mal wieder überlegt, naja, engagierst du dich denn dann wirklich da aktiv? Kannst du das jetzt überhaupt zeitlich gerade machen? Ist das irgendwie was du realisieren kannst? Hast du denn vielleicht auch überhaupt eine Expertise oder einen Arbeitsschwerpunkt, der dort gefragt ist? Genau, jetzt bin ich dort halt Mitglied. Und das ist eigentlich für mich eine ganz coole Sache, weil ich da jetzt tatsächlich hoffe, dass ich in der nächsten Zeit auch Leute kennenlerne. Einmal hier aus der Region, aber tatsächlich dann auch auf Bundesebene. Und ja, ich bin gespannt und ich werde euch natürlich berichten, wie es dann da so wird und läuft. Und genau, ich bin auf jeden Fall positiv aufgeregt. Ich werde jetzt gleich den Schwiegertiger treffen in der Stadt. Ich muss mir noch eine neue SD-Karte holen, weil meine hier für das Ganze nicht schnell genug ist und ständig während der Aufnahme abbricht. Und genau, ansonsten treffe ich dann nachher noch Marina. So long und wir sehen uns morgen. Tschüss!